Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin schon etwas irritiert, dass keine weitere Wortmeldung eingegangen ist bei so einem wichtigen Thema. Anscheinend scheint das ja jetzt vielleicht dann noch zu kommen, aber will mich dann jetzt direkt auf die Schulpolitik konzentrieren. Und auch ich bin hier in großer Sorge um die Zukunft unserer Kinder. Unser Bildungssystem im Saarland hat massive Schwachstellen und die müssen dringendst korrigiert werden. Die Alarmsignale werden auch bei uns immer deutlicher. Die IQB-Studie, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, jeder dritte Neunklässler beispielsweise verfehlt die Deutsch-Mindeststandards. PISA-Studie, die Deutschlands 15-Jährige haben so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Lesen und Mathematik wurden die niedrigsten Werte gemessen. Das sind Alarmsignale, die bei uns auch greifbar sind. In vielen Gesprächen, jetzt gerade bei den Haushaltsgesprächen, wurde uns das sehr deutlich. Und da muss ich am Anfang schon ein Wort auch an die bildungspolitische Sprecherin richten, die eben hier eine Rede gehalten hat, die im Prinzip ja nur in Superlativen bestanden hatte und im Prinzip nur hervorgehoben hat, alles läuft toll, alles läuft super, es gibt keinerlei Probleme. Das, was bei uns ankommt, ist etwas völlig anderes. Und ich glaube, das hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun, auch mal das anzuerkennen, dass es große Probleme in unseren Schulen und auch in den Kitas gibt, sehr geehrte Frau Kollegin. Und möchte hier direkt anknüpfen an die gestrige Generaldebatte. Die Ministerpräsidentin hat dort einen größeren Block der Bildungspolitik gewidmet und hat dabei einen Satz gesagt, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Es ist nicht alles perfekt in der Bildung im Saarland. Große Veränderungen in unserer Gesellschaft, große Veränderungen in unserem Bildungssystem. Wir müssen immer wieder ständig reagieren. Von daher ja, hat man oft den Eindruck, es passiert nichts. Diese Ehrlichkeit und diese Offenheit würde ich mir vor allem von Ihnen, Frau Bildungsministerin, auch wirklich wünschen. Es wäre mal wirklich an der Zeit, sich ehrlich zu machen und auch die Dinge beim Namen zu nennen und nicht mit irgendwelchen tollen Besuchen zu glänzen und alles immer nur in Superlativen herauszustellen. Vielleicht werden wir nachher noch etwas dazu hören. Ein deutlicher Anstieg im Bereich der Schülerzahlen, 6% allein Anstieg im Bereich der Erstklässler, 9200 Schülerinnen und Schüler wurden im ersten Schuljahr eingeschult. Das hat natürlich, das war eine Mammutaufgabe. Wir erkennen im Übrigen auch an die 160 neuen Lehrerstellen, die geschaffen wurden, dass das nicht selbstverständlich war, dass das ein Kraftakt war. Wir sagen nur, es müssen auch dann die anderen Schulformen mit bedacht werden. Nicht nur die Grundschulen, nicht nur die Gemeinschaftsschulen. Was ist mit den Gymnasien, was ist mit den Förderschulen und was ist auch mit den beruflichen Schulen? Und zum Bereich der Grundschule die Lehrerreserve, die mobile Reserve. Und da komme ich wieder zum Punkt Ehrlichkeit. Wir haben in der ersten Sitzung des Bildungsausschusses hier intensivst nachgefragt, haben keine Antwort erhalten. Die Antwort kam erst Wochen später und kein Wunder, das, was wir gehört haben, die Lehrerreserve war von Anfang an leergefegt. Und das gehört auch mit dazu. Es ist ja auch keine Dramatik, in anderen Bundesländern ist es auch so, aber es nützt nichts, Dinge zu überkleistern und immer wieder sich nur hinzustellen und zu sagen, alles ist toll, nichts ist toll, es muss endlich reagiert werden. Ich möchte kurz auf die Schulform eingehen. Gymnasien, wir haben letztes Jahr sehr, sehr intensiv hier die G9-Debatte geführt. Wir sprechen noch immer, und das können wir auch belegen, von einem Schmalspurgymnasium, die wenigsten Stunden in ganz Deutschland. Das gehört zur Wahrheit. Und genau diese Sparmaßnahmen merken wir schon in diesem Schuljahr. An zwei Tagen in der fünften Klasse haben die Kinder nur noch 5 Stunden. Und es gibt Probleme mit der Betreuung. Was machen die Schulen? Sie reagieren, sie improvisieren und aus dem eigenen Budget werden Stunden zur Verfügung gestellt. Das gehört zur Wahrheit. Die Schulen vor Ort, die machen einen tollen Job. Ich würde mir den gleichen Einsatz auch vom Bildungsministerium wünschen. Ich komme zum Bereich der Förderschulen. Hier ist ein sehr, sehr deutlicher Anstieg im Bereich der Schülerinnen und Schüler zu verzeichnen. Der deutlichste Anstieg übrigens im Bereich der Förderschulen mit geistiger Behinderung beziehungsweise auch mit körperlicher Behinderung. Großer Personalmangel, es muss häufig reagiert werden, indem
pädagogische Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen auch dort die Klassenlehrertätigkeiten übernehmen. Dort stehen keine Lehrkräfte und man ist dort absolut an der Kapazitätsgrenze und es muss deutlich nachpersonalisiert werden. Jeder kann sich ein Bild vor Ort machen, geht vorbei bei den Förderschulen für geistige Behinderung oder für körperliche Beeinträchtigung. Hier muss dringend nachgeschärft werden. Und unsere Inklusion, wir haben hier schon sehr harte Debatten geführt, ist an der absoluten Grenze des Möglichen angekommen. Und auch hier müssen wir uns ehrlich machen. Die Zahlen der Umschulung auf die Förderschulen sprechen hier eine eindeutige Sprache. Und der desolate Zustand der Inklusion wird sehr deutlich in einer Anfrage, die ich gestellt hatte, Drucksache 17/640 vom 16.10. Es ging hier um die integrativ bzw. inklusiv unterrichteten Schülerinnen und Schüler. Es erfolgt mit Umsetzung der Inklusionsverordnung im Jahr 2015/16 keine Datenerfassung mehr. Die Antwort der Landesregierung war, wir wissen nicht, welche Schülerinnen und Schüler inklusiv unterrichtet werden. Und das zeigt, Sie wissen nicht, was in Ihren Regelschulen los ist im Bereich der Inklusion. Gehen Sie vor Ort, machen Sie ein Bild. Sie sind oft vor Ort, aber es fehlen die Daten. Wir fordern diese Daten ein und wir werden auch hier dranbleiben. Wir fordern eine budgetorientierte Personalisierung an den Förderschulen. Hier muss endlich was geschehen. Ich komme zu den beruflichen Schulen. Riesengroße Herausforderungen. Wir haben gemeinsam in der Großen Koalition den Bereich des beruflichen Übergangs angepackt. Eine Mammutaufgabe, Ausbildungsvorbereitung, die Berufsfachschulen wurden ja neu gestartet und es gibt große Probleme, weil es an Personal mangelt. Im Bereich der Schulsozialarbeiter, im Bereich der Förderschullehrkräfte, die beruflichen Schulen fühlen sich hier sehr alleine gelassen und auch diese müssen wir unbedingt in den Blick nehmen. Im aktuellen Haushalt ist hier leider Fehlanzeige. Der neueste Bericht des Landesrechnungshofes, möchte hier noch kurz darauf eingehen, zeigt sehr, sehr deutlich, wie groß die Überlastung der Schulleiter in unseren Grundschulen ist. Wir hatten das auch im vergangenen Ausschuss gehabt. Man kann über Lösungsansätze hier diskutieren, aber die Problematik wurde klar vom Rechnungshof herausgearbeitet. Die Schulleiter in unseren Grundschulen müssen endlich entlastet werden. Wir brauchen mehr Deputatstunden im System. Die Staatssekretärin nickt, sie war selbst lange Schulleiterin. Tun Sie etwas dafür, dass endlich diese Deputatstunden auch im System sind. Nicken reicht nicht. Ich komme aber jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, der mir persönlich auch sehr wichtig ist. Wertschätzung. Wertschätzung unserer Lehrkräfte. Knapp 9.000 Lehrkräfte im 10.000 Lehrkräfte im Saarland. Hier fehlt es an Wertschätzung. Ich möchte kurz anknüpfen an das Interview, das Sie geführt haben zur aktuellen PISA-Studie. Hier haben Sie einen Satz gesagt mit Erlaubnis der Präsidentin, beziehungsweise kamen natürlich anknüpfen noch weitere Sätze. Wir prüfen, wie der Schulunterricht attraktiver werden kann. Die PISA-Studie habe gezeigt, dass Kindern oft Lernanreize fehlen. Beispielsweise würden sich viele Schülerinnen und Schüler regelrecht vor dem Mathematikunterricht fürchten. Ernsthaft? Kann es wirklich sein, dass in dieser Zeit jetzt auch noch die Lehrkräfte dafür schuld sind? Die Probleme liegen an völlig anderer Stelle. Stellen Sie sich endlich vor Ihre Lehrerinnen und Lehrer, stärken Sie ihnen den Rücken, das haben die Lehrkräfte verdient. Wir sind an eurer Seite und das erwarten wir auch von der Ministerin. Zur Wahrheit gehört doch auch, es traut sich doch niemand mehr, die Wahrheit zu sagen. Das sind doch Schauveranstaltungen. Wenn ich diese Veranstaltung zur Basis, unterhaltet euch mal mit Lehrkräften. Basiskompetenzen, die dort vermittelt werden sollen. Keine zusätzlichen Ressourcen. Ja, hier darf ich, also ich darf hier noch was sagen. Was bei euch in verschiedenen Sitzungen ist, ist vielleicht was anderes. Das ist ein gutes Beispiel, ein gutes Beispiel. In Schulleiterdienstsitzungen. Wenn sich da jemand meldet und auf die Personalsituation eingeht, Moment, das gehört hier nicht hin, das gehört zur Wahrheit. Wir haben in Haushaltsberatungen mit vielen Lehrkräften, mit vielen Schulleitern gesprochen und man merkt, es ist im Prinzip, es sind Ängste in diesem System und da muss endlich aufgeräumt werden. Machen Sie sich hier ehrlich und nehmen Sie diese Ängste und Sorgen Ihres Personals endlich ernst. Ja, das stimmt.
Kurz noch ein Satz zum Schulbauprogramm. Auch hier in Superlativen. 200 Millionen Euro, wir haben es gestern schon gehört, ganz viele Bereiche werden zusammengekleistert, Förderlotsen müssen eingesetzt werden. Wir haben Stimmen aus dem Bereich des Städte- und Gemeindetages, aus dem Landkreistag sagen eindeutig, das ist ein falscher Weg. Wichtig, dass Geld da ist, aber es muss auch abfließen können. Und wir sind hier in großer Sorge, ich erinnere an unser Konzept der Investitionsoffensive Grundschule, 300 Millionen Euro. Das ist ein System, das auch sehr schnell umgesetzt werden könnte und nicht solch ein System, wo ja im Prinzip ein haben wir im letzten Jahr sehr, sehr intensiv hier beraten. Herr Thielen hat dort diesen Finanzierungsvorschlag auch hier vorgebracht. Und da brauchen wir nicht drüber zu lachen. Die Systeme und die oft diskutierten nassen Keller und die Toiletten, wo auch hier an der Stelle schon drüber gelacht wird, das sind die Sorgen an unseren Grundschulen. Gehen Sie mal vor Ort und schauen Sie sich mal verschiedene Schulen an. Da werden Sie ganz schnell hören, dass hier schnelle Lösungen kommen. Ganz schnelle Lösungen kommen müssen. Ich komme zum Ende und fasse zusammen. Das Hausaufgabenbuch des Bildungsministeriums ist randgefüllt. Machen Sie endlich Ihre Hausaufgaben, machen Sie sich ehrlich und packen Sie endlich diese Probleme in unserem Land an.